Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Herzlich willkommen zurück hier in The Division. Wer wäre denn jetzt mal unsere Operationsbasis befreien? Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Punkt? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ich habe hungrige Kinder! Erlauben. Kein Grund, mich so anzumachen, mein Freund. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu Ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Ich sehe nichts. Wir haben keine Strategie, die sagen wir. Das frage ich mich. Nein, was meint er da? Schwierig. Ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Das ist wunderbar. Dann gehen wir doch gleich mal rein und gucken, was uns da drin erwartet. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen.
Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Jeden Flügel untersuchen. Tun wir das doch. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Täglich um 9 Uhr ausgegeben. Kinder und ältere Leute auch. Das gucken wir uns gleich an. Mal hier rein. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Das ist schön. Die neuen Zeiten sind von 12 bis 14 Uhr. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Was auch mein PMC ist. Wollen wir sie nochmal am Eingang treffen? Aber bevor wir sie am Eingang treffen, gucken wir uns das an. Fertigungsstation. Denken Sie immer daran. Keine Blaupause. Warum? Blaupause. Schwarzmarktmodell. Kostet. Waffenteil. Ah, dafür braucht man ein Waffenteil, um eine. Nee. Aber wie kriege ich die Blaupause? Anfertigen oder kann ich das schon? Zwei neue Blaupausen verfügbar. Aha. Waffenteile 1. Denken Sie immer daran. Keine Blaupausen. Achso. Also wir haben diese Baupläne. Brauchen jetzt dazu für 5 Teile. Das ist doch schön. Und da drüben können Sie nichts Central fährt nichts außer LMB Truck. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst, und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Ja, denk positiv. Schon. Ich bin nur heilfroh, dass du daraus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Ja. Hey, wonach suchen Sie? Mal die Map aktualisieren. Monsterhändler, Auslandshändler, ja. Dann werden wir jetzt nochmal, was sie zu sagen hat. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt.
Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ja, genau. So, was haben wir denn zu tun? Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre... Ein Einsatz, hier haben wir einen Einsatz. Oh mein Gott, allen, die mich hierher geschickt haben, ein... Wo ist denn der dritte Einsatz? Hier. Wir werden überrannt, sie töten alles und jeden, Stufe ohne Aus... Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast, während du im Keller deiner Mama an dir rumgespielt... Treffen Sie Fenner und Operationsbasis. Super Sache. Wir werden jetzt noch mal eben gucken. Ich werde mal das hier zerlegen. Die behalten wir natürlich noch mal. Eine Mitteilung der Rettungsdienste. Die Joint Task Force sucht Rekruten. Jede Person mit Militär-, Waffen- oder Rettungsausbildung jeglicher Art möchte sich bitte am Sicherheitsschalter melden. Zerlegen wir mal ein paar Dinge. Blauer Stoff. Waschen Sie sich so oft wie möglich. Ja, wir müssen uns waschen. M1911. Nehmen wir doch diese M1911 lieber. Wir müssen hier auch wieder den Schalldämpfer abbauen. Können wir hier nochmal rein? Denken Sie immer daran. Wir schauen erst Level 5. Werkzeug, kann man mal. Okay, dann kommen wir mal hier rein. Hey, das sollten Sie sehen. Ich habe gehört, dass Sie Verstärkung für den Dyer-Checkpoint anfordern. Mods-Ausstellungsländer. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Blaupause. Nicht lange und Sie sind wieder da. Hey, sehen Sie sich die Ware an. Ah, alles gut. Naja, wir werden das noch brauchen. Muss ich auch nicht jetzt gleich machen. Zeigen Sie es denen. So. Dann werde ich aber auch an dieser Stelle wieder sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann und dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.